So, wir sind immer noch bei den Assassinen und wir müssen immer noch unentdeckt bleiben, was wir hier versuchen mit Edward. Ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen klappt. Nicht so wie in den vorigen Folgen. Obwohl in der Folge 28 hat es ja ganz gut geklappt. Und mein Gott, wir sind schon bei Folge 29. Awesome. Wir gehen ganz stark auf die 30 zu. Wahnsinn, dass ich das jetzt sogar noch durchhalte. Also, aber mir macht es ja Spaß, euch dieses Spiel zu zeigen und das Let's Play zu machen. Wo stehen die denn? Ach, die stehen... Oh Gott, wie soll ich denn da vorbeikommen? Gibt es da noch einen anderen Weg? Ah, okay. Jesus, Kid. Da hast du mich was reingeführt. Bewachen diese Mönche den Schatz, den du mir versprochen hast? Ich sagte ja, dass ich ein Geheimnis habe. Ich sagte nicht, dass es leicht ist. Jetzt machen wir diese Tür auf und ich zeig dir, was drin ist. Okay. Wir sind an etwas dran. Ich spüre es. Captain Kenway? Oh. Wo ist der Assassine, Duncan Walpole? Tot und begraben. Nachdem er mich umbringen wollte. Wir betrauern seinen Tod bestimmt nicht. Doch ihr wart es, der seinen letzten Betrug vollendete. Warum? Mir ging es nur ums Geld. Soll mich das etwa besänftigen? Ihr tötetet unsere Brüder und Schwestern in Havanna. Er hat den Sinn, Mentor. James sagte mir, ihr hättet mit den Templern paktiert. Saht ihr den Mann, den sie den Weisen nennen? Ei. Würdet ihr sein Gesicht erkennen, falls ihr es wieder seht? Ich schätze schon. Ich muss sicher sein. Kein Wort. Komm mit. Also kennt James Kidd die Assassinen und ist auch damit relativ gut befreundet, so wie es aussieht. Ja, Mission beendet. Nichts ist wahr. Diese Mission haben wir beendet. 90%. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht bei Assassin's Creed Black Flag. Gucken wir mal, ob wir vielleicht jetzt zu Edwards Ziel kommen. Edwards Ziel kommen, ist auch lustig. Zu Edwards Ziel kommen. Er will ja das Sanatorium finden. Du hast mich heimtückisch in diese Lage gebracht, Kid. Was um alles in der Welt war das für ein Witzbold? Atabai. Ein Assassine. Und mein Mentor. Dann ist das alles so eine Art Religion? Wir Assassinen folgen einem Credo, ei. Doch es gebietet uns nicht, was wir tun und lassen sollen. Nur Weise zu sein. Oh, erzähl davon. Das würde ich gern hören. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das einzig Sichere in dieser Welt. Alles ist erlaubt. Das hört sich doch gut an. Denken, was ich will und handeln, wie ich will. Klapperst sie nach, doch du begreifst die Worte. Spiel nicht den hochmütigen Kid. Ich folgte dir als Freund und du täuschst mich. Ich hab dir doch deine Haut gerettet, Mann. Sie wollten deinen Tod für dein Vorgehen in Havanna. Ich habe es ihnen ausgerufen. Ah! Der Weg voraus ist blockiert. Ach nee. Eine Tür, denke ich. Ei. Und es muss einen Weg geben, sie zu öffnen. Ein Mechanismus irgendwo. Eine Art Winde? Hm. Die Blöcke da oben. Versuch sie zu bewegen. Das kann ja heiter werden. Ja, ich habe mal wieder vergessen, die Uhr rechtzeitig anzuschmeißen. Ich hoffe nicht, dass sie überlänger hat, die Folge. Gucken wir mal, dass so das mit den 15 Minuten so gut es geht klappt. Da oben sehen aus, als könnte man sie bewegen. Ja, sag bloß. Ich frage mich nur gerade, wie. Ah, alles klar. Okay, Edward muss mal wieder beweisen, wie gut, wie besser er ist als wie Nathan Drake. Oh! Das sind doch keine Schiffswanden. Ah.
Also wart ihr es, die die Templer gejagt haben, ne? Bis du kamst und alles verbockt hast, haben wir sie gejagt. Wir hatten sie am Schlafittchen. Oh, das war knapp. Der Türmechanismus funktioniert nicht. Suchen wir einen anderen Weg. Folge mir, Mann! Naja, Edward ist halt nicht der Jüngste, ne? Spring? Wohin denn? Wow! Cool. Oh, ein bisschen unter Wasser schwimmen. Bekommst du noch Luft, hä? Genug, um dich zu verfluchen, Kid. Ah, sieht schon schick aus. Kommt gleich der Weisheit. Did it. Das muss ein sehr wertvoller Schatz sein. Ein Schatz. Richtig. Was immer am Ende dieses Weges wartet, ist hoffentlich die Mühe wert. Das hängt wohl von dir ab. Wie das? Was ich dir zeigen möchte, könnte dir den Kopf verdrehen. Mhm. Ich kann nur hoffen, dass du den Schock verkraftest. Ich komme schon zurecht. Ja, dann mal auf, wie Edward. Auf zum Tempel. Wow. Also ihr merkt, ich bin relativ ruhig gerade, weil das ist alles? Total beeindruckt bin. Der große Preis, den ich für deinen Mentor ansehen soll, sieht nicht aus wie der Mann, den sie den Weisen nennen. Tut mir leid. Hey, ich nehme mich gleich aus dem Hemd. Ein Rätsel müssen wir noch lösen. Diese Statuen sind wie die von vorhin. Jedoch mit eingravierten Bildern. Auf dem Boden sind auch Bilder eingraviert. Aber nicht dieselben. Dann muss es eine Verbindung geben. Aber welche? Moment. Aber wie kriege ich die? Kriege ich die irgendwie los? Nee. So, jetzt wird's nochmal sogar ein bisschen kniffliger. Ah, okay, es gibt nur Standardpositionen, okay. Wo man es halt drehen kann. Es gibt einen Unterschied zwischen den Bildern auf den Statuen und denen auf dem Boden. Erkennst du es? Nein. Die einen sind Raubtiere, die anderen Beute. Welches Raubtier passt zu welcher Beute? Das ist die Frage. Das ist die Verbindung. Was macht denn da unten? James the Kid steht da mitten auf der... Okay. Noch schnall ich's nicht. Vielleicht gleich, gucken wir mal. Das funktioniert nicht. Versuch was anderes. Das funktioniert nicht, versuch was anderes. Okay. Bringt mir das denn jetzt was? Ah, okay. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Jetzt schnall ich's. Ja. Ja. Jetzt macht's Klick für Edward. Und auch für uns, beziehungsweise für mich. Jetzt schnall ich's. Jetzt hat man nämlich Platz. Und jetzt kann man nämlich erstmal verteilen.
Das heißt rot auf rot, blau auf blau und sowas alles. So, noch einmal drehen. Dann haben wir schon mal rot drauf. So, das sieht gut aus. Oh, und sogar geschafft. Okay. Oh, zumindest eine Tür von zwei weiteren. Ja, wir müssen jetzt einmal drehen. Zu dem blauen auf grün ab oder beziehungsweise den grün anheben. Sollen wir dann den blauen und den na, kletter da hoch. So, den Hebel benutzen. So, dann lassen wir jetzt den blauen ab. Na. Jawohl, und noch ein Türchen. Aber ich würde sagen, dieses Türchen, das letzte, das machen wir in der nächsten Folge. Und ja, macht's gut. Tschüss.